Und es gab ja in der DDR sehr viele Künstler, die richtig dekorative Kunst gemacht haben, mit anderen Materialien, mit Glas, mit Holz und so weiter. Insofern war es eine feste Kategorie und an die dekorative Kunst wurde nur jetzt von den Politikern die Anforderung gestellt, es muss schön sein und die Leute erfreuen. Keine politischen Forderungen. Dass ich nun die zu DDR-Zeiten eben farbige Plastiken gemacht habe, hat schon auch damit zu tun, dass die Bildhauerkollegen alle nicht farbig gearbeitet haben. Und die Städte, die Neubauten, die waren ja derart gleichförmig, dass ich fand, da muss unbedingt Farbplastik hin und nicht noch eine Bronze mehr. Und da haben ja sogar die Architekten das so empfunden und mich damit beauftragt. Ich konnte die nur machen, weil ich beauftragt wurde. Das Farbplastik grundsätzlich hängt ja doch auch sehr vom Material ab. Deshalb war für mich klar, dass ich Kunststoff machen muss. Und dann habe ich natürlich geguckt, was gibt es schon in der westeuropäischen Kunst, gab es ja schon viele Beispiele. Wann begann das mit den farbigen Objekten aus Kunststoff? Also als ich studiert habe, war ich schon, wir hatten in Weißensee ein Grundstudium. Also wir reden dann über grob um 1960? Ja, Grundstudium, als ich anfing. Und dann am Ende, im Grundstudium geht man alle Abteilungen durch sozusagen. Und übt dies und das und Plastik und so. Und da haben die Lehrer zu mir gesagt, na, ich sollte doch in die Plastik gehen. Weil offenbar waren die Arbeiten besser als meine malerischen. Und da war Drake der Chef und die Bildhauer haben nur mit Ton und mit Gips gearbeitet. Nicht mit Farbe. Und ich wollte aber Farbe und dann bin ich in die Malerei gegangen. Dann habe ich das ganze Studium über mich gar nicht mit Plastik beschäftigt, auch danach nicht. Ich kam erst 75 wieder dazu und das war eigentlich auch so mehr ein Zufall. Ich war in Mecklenburg mit meinem Moped unterwegs und wollte Landschaft malen, habe ich auch gemalt. Und da war in dem Dorf, wo ich da übernachten konnte, in der LPG, war eine Tischlerei. Und der hatte so einen Berg Abfälle. Oh, war das schön. Da habe ich dann sofort angefangen, aus den Abfällen so kleine Sachen zu machen. Objekte, so wie wir sie auch heute noch finden. Genau. Und ja, und dann bin ich dabei geblieben. Dann habe ich zu Hause weitergemacht. Dann wurden die Objekte farbig. Dann dachte ich, die müsste man doch auch größer machen. Und auf Styropor kam ich, weil ich mit zwei Kollegen in Frankfurt ein Relief, ich sollte den beiden helfen, ein Relief auszuführen. Und der eine, der Werner Vogt, hat sich ausgedacht, er macht es aus diesem Styropormaterial. Und dadurch habe ich dann plötzlich mit diesem Zeug zu tun gehabt. Und ich fand das sehr schön, so leicht zu bearbeiten. Da hatte ich mein Material dann gefunden, das war 71. Ich wollte eine richtig gute Plastik haben und Farbe. Und das geht mit Styropor. Weil mit Styropor kann ich wirklich so exakte Formen machen wie ein Steinbildhauer, wenn ich will. Also ich kann die plastischen Formen richtig ausspielen, ausarbeiten, ganz bewusst. Und natürlich, wenn jetzt Farbe drüber kommt, ist es ein Risiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Birne nicht einfarbig mache, sondern fleckig, streifig oder sonst was, wups, ist schon die Plastik wieder hin. Aber da muss man natürlich eine großformige Plastik machen, die das trägt. Haben Sie sich damals veranlasst gesehen, etwas zu machen, konkret zur Wende, in der Wende? Oder waren Sie doch lieber demonstrieren? Oder haben Sie sich alles nur von ferne angeguckt? Wie haben Sie das erlebt? Ich erinnere mich 1989, daran erinnere ich mich sehr gut, weil das war dieses Gemisch von Chaos und Bedrückung, also Stillstand. Ich meine den Stillstand, der politische Stillstand, der war derart ausgeprägt und derart bedrückend. Er hat auf meine künstlerische Arbeit nicht weiter ausgewirkt, weil ich war noch sehr beschäftigt mit plastischen Sachen, mit Aufträgen. Die musste ich fertig machen, da hingen immer Termine dran. Also auch im Sommer 89 stand ich hier im Hof
und habe Plastiken gemacht. Und ich glaube, es waren die für die Schauspielschule in Oberschöneweide. Zum anderen hatten wir ein großes, das erste Kunsthoffest geplant. Da hatten wir große Pläne, Kollegen einzuladen und auch Theater und Konzert und so dazu zu holen. Fand auch statt. Also da hatte ich mit der Vorbereitung zu tun. Und politisch habe ich nicht demonstriert. Ich habe, was war denn da eigentlich los im Künstlerverband? Im Künstlerverband war schon einiges aufregender. Da habe ich mitgemacht natürlich. Da hatten wir unsere Treffen, unsere Versammlungen, unsere Weiterbildungsveranstaltungen oder auch Ausstellungseröffnungen, wo wir uns trafen. Also das war eine sehr gute Einrichtung mit diesem Verband, mit der Organisierung nach Bezirken. Das war übersichtlicher und wir haben uns, wenn wir wollten, doch oft getroffen. Ist jetzt ganz anders, jetzt lebt jeder für sich. Und dann war die Phase, wo alles weggeschmissen wurde. Die Buchbüchereien schmissen ihre ganzen Reproduktionen, die Gemälde weg, die als Ausleihe gedacht waren, Container voll. Da bin ich rumgefahren, habe rausgesucht, die Sachen, die Rahmen, die noch gut waren und die Bilder, die gut waren. Einfach so, weil ich das nicht gut fand, dieses Wegschmeißen. Dachte, ich kann nicht ja übermalen, ist Rohmaterial. Dann die Armee schmiss weg unglaubliche Mengen von riesigen Rollenpapier und Materialien aller Art. Uniformen habe ich gesammelt. Wie in Diedersdorf, ganzer Müllhaufen voller Uniformen, Stiefel und alles. Also was habe ich gemacht? Ich habe aufgesammelt, was die DDR weggeschmissen hat. Resteverwertung. Und Resteverwertung war dann auch das Thema meiner ersten Ausstellung. Ich habe die ersten 2-3 Jahre habe ich Resteverwertung betrieben. Ich habe ja immer schon Collagen gemacht, also von daher war das für mich nur eine Weiterführung, nichts Neues. Aber ich hatte plötzlich sehr viel mehr Material als vorher. Und diese Dreiergruppe von diesen Hängenden, wie habe ich denn das genannt? Komme ich jetzt nicht drauf. Das sind ja Uniformen, NVA-Uniformen. Und das ist 90, glaube ich, entstanden. Und ich wollte das Erstarrtsein dieser letzten DDR-Jahre darstellen. Deshalb habe ich die Uniform verwendet, dass man es erkennt. Dann habe ich den Gips eingelegt und habe den Gips wieder raus weggekratzt, damit man, die Reliefs sind sehr dünn, deshalb ist es schwierig, die zu transportieren. Die sollten hinten und vorne zu sehen sein, sollten aber nicht auseinanderbrechen und sollten hängen. Und darunter habe ich die Stiefel gestellt, die habe ich auch mit Gips gefüllt und so. Sind diese Fundmaterialien, Reste attraktiv, weil sie schon als Material eine Geschichte hergeben, so ein bisschen schon gebraucht erscheinen? Ja. Oder kommen da auch solche vielleicht eher zeitgenössischere Aspekte, wie dass man einfach nicht sinnlos Müll produziert und alles neu braucht? Solche Überlegungen auch schon damit dazu? Nein, die Überlegungen waren da nicht. Das war rein eine politische Handlung, weil vorher hätte ich das nicht machen können. Was wäre das gewesen, Staatsverrat oder so. Mhm. Wenn ich da eine NVA-Uniform in Gips eingelegt hätte und die Russen waren auch heilig mit deren Utensilien. Mhm. Jetzt durfte ich das, jetzt konnte ich das und hab's politisch gemeint. Mhm. Also die Dinge selbst sollten ausdrücken, was ich ausdrücken wollte. So. Dann habe ich überhaupt noch mich mit diesen Rohstoffen befasst. Weil ich nun schon mal bei Gips war, habe ich den Gips auch auf die Fläche aufgetragen oder eine Gipsgrundierung und da drauf dann mit Asche und Kohle und Kreide. Also diese ersten 3 Jahre habe ich doch sehr wenig Farbe verwendet. Mhm. Ich nehme an, das liegt daran, weil dann ja die Werbung sofort über uns gerollt kam. Da kam der Farbschock. Alles wurde bunt und da dachte ich ja so, was, das ist ja mein Protest.
Vorher war ich ja sehr, sehr farbig, ne? Weil alles grau war. Das war auch mein Protest. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Wir gucken ja nicht nur auf die Wände, sondern wir nehmen das danach und das davor in den Blick. Und da wäre ja jetzt die Frage, die Jahre davor, das heißt die Jahre 25, seit Sie quasi selbstständig agiert haben nach der Schule, haben Sie das auch so empfunden, dass Sie so latent sich gegen die Verhältnisse haben wehren wollen oder ausdrücken wollen, ohne dass das jetzt als politisch deklamiert wurde, sondern einfach nur durch Verhalten? Das hat ja auch vielleicht was zu tun mit der Wahl des Ortes hier. Ich war nie ein Protestmensch. Also auf die Straße gehen und demonstrieren für zum Beispiel für Schwule oder für politische Sachen oder so. Das war nicht mein Ding. Ich fand immer, es ist wichtiger, man lebt das, was man meint. Und das, denke ich, habe ich auch gemacht. Und das Ganze kippte dann nach der Wende vermutlich völlig um. Ich könnte mir vorstellen, es gab kaum noch Aufträge für Sie. Oder hat sich das doch noch gehalten hier einfach im regionalen Bezug? Wie ist die Verankerung geblieben? Nein, es gab überhaupt keine Aufträge, weil es gab ja die Institutionen gar nicht mehr. Es gab den Staat nicht mehr und es gab das Geld nicht mehr und es gab überhaupt nichts mehr, was vorher so in dem Zusammenhang lief. Und ich war ja nicht auf dem Markt. Also viele Künstler der DDR, die Jüngeren, die hatten ja sogar schon westdeutsche Kunsthändler zu DDR-Zeiten. Aber ich muss sagen, ich hatte gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich, wie gesagt, immer mit meinen Plastiken ausgelastet war und ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Wie haben Sie denn dann das finanzielle Problem gelöst? Das ist ja, der Künstler steht ja dann plötzlich im leeren Raum, da gibt es ja nicht viel, was ihn auffällt. Naja, ich habe immer so gelebt, möglichst wenig auszugeben. Weil ich wollte auch zu DDR-Zeiten nicht viel Aufträge machen, ich wollte viel Zeit zwischen den Aufträgen haben, damit ich meine Spinnbilder machen konnte. Also ich sage mal, meine freien Arbeiten, ohne Auftrag, ohne Thema. Das war mir schon lebenswichtig. Und insofern habe ich schon geübt, mit wenig Geld auszukommen. Dadurch habe ich auch nie eine richtige Werkstatt mehr ausgebaut. Dann hätte ich ja nun richtig knuffen müssen. Das wollte ich nicht. Und ich meine, das ist mir dann jetzt später auf die Füße gefallen, wenn hier im Winter, das ist natürlich, das vergammelt alles. Das ist feucht, das ist und so weiter. Gut. Aber, also erstmal hatte ich noch gespartes Geld fürs erste Jahr. Und dann habe ich mit drei anderen Frauen, haben wir einen Verein gegründet. Kreativ Leben Lernen hieß das und haben hier ein richtiges Projekt durchgezogen für die Frauen, die alle so um die 50 waren, der Region und arbeitslos wurden, also die Landfrauen. Und zwar war unsere Idee, hier sich treffen, ein Wochenende oder eine ganze Woche. Und wir sind die Lehrer. Ich habe Grundlagen der Gestaltung sozusagen. Die zweite Frau hat mit Naturmaterialien Angebote gehabt und die dritte hat Gespräche angeboten. Und das war eine gute Sache. Das hatten wir uns sehr gut ausgedacht und finanziert wurde es vom Frauenministerium. Und die Frauen sind immer anders weggefahren, als sie angekommen sind. Das war schön zu erleben. Mhm. Hatten Sie das gezielt, nur für Frauen sich nur gedacht? Nur für Frauen, ja. Weil die am benachteiligsten waren. Die wurden zuerst entlassen. Die sollten zurück an Kochherd, ne? Aber das haben wir natürlich nicht so eingesehen. Dann wurden die Krankenhäuser gebaut, Verwaltungsbauten und. Und dann gab es Wettbewerbe, wo man sich bewerben konnte. Und dann habe ich wieder angefangen mit der Kunst am Bau und mich beworben. Und auch einige Aufträge bekommen. Und dadurch konnte ich dann auch hier zum Beispiel vom Haus mein Dach neu decken. Das war nämlich die ganzen 30 Jahre so, dass wir immer im Winter Schnee schippen mussten da oben.
Das war völlig marode. Mhm. Ja, also da hatte ich ein paar Kunst- und Bauaufträge und viele, viele Ausstellungen, viel mehr als vorher natürlich. Und das sind hier zwei Menschen, die in der Torte schon verschwunden sind, im Glücklichsein sozusagen. Also ich setze einfach Torte gleich Glücklichsein. Ja. So simpel ist das. Und deswegen kann das Tortenstück auch gar nicht groß genug sein. Als dann die Ausstellung in Frankfurt-Oder war, da stand dieses Ding ja. Und da haben wir ein Foto gemacht, so von vorne. Und da fiel mir auf, das ist eigentlich kein Tortenstück, das ist die Titanic. Und das ist das beste Symbol für das Ganze, was ich meine. Der Luxus, der untergeht. Und deshalb heißt das Tortenstück jetzt Titanic.